Und nochmal von vorne. Ist die Mission nicht geil? Ja. Ich weiß nicht, also... Risikokomet, dann lieber mit einem Bosskampf. Dann muss ich wenigstens nicht immer die gleiche Stelle 100 Mal spielen. Beziehungsweise ja doch, den gleichen Boss 100 Mal, meinetwegen. Aber ganz im Ernst, das hier ist doch jetzt langweilig. Das ist doch für euch bestimmt genauso langweilig wie für mich. Und ich kann ja nichts Intelligentes sagen. Also es wäre vielleicht für euch weniger langweilig, wenn ich irgendwie ein interessantes Thema ansprechen könnte und über irgendwas Sinnvolles erzählen würde, aber... Mir fällt im Moment gerade überhaupt nichts ein, worüber ich erzählen könnte. Es würde mir selbst wahrscheinlich auch gut tun, weil ich mich dann ein bisschen davon ablenken könnte, dass ich die ganze Zeit das Gleiche mache, aber... Jetzt mal so gerade eben irgendein Gesprächsthema aus dem Ärmel schütteln, ist, glaube ich, nicht drin. Also, mir fällt jetzt so nichts weiter ein. Das ist echt schwer. Ich versuche gerade wirklich ernsthaft, angestrengt drüber nachzudenken, was sinnvoll wäre, mal irgendwie zu erzählen, aber... Ich hatte auch ein paar Themen, wo ich wirklich mal drüber sprechen wollte, das weiß ich noch, aber mir fällt ja dann irgendwie nie ein, worum es ging. Also, das ist ja bei mir Standard, ne? Immer wenn ich irgendwas erzählen will, weiß ich nicht, worum es ging, oder ich weiß nicht, wenn ich von irgendwelchen Kommentaren erzählen will, die irgendwer geschrieben hat, wo ich gut fand oder so, dann weiß ich nicht, von wem sie waren und keine Ahnung, lauter so ein Kram eben. Das ist ja bei mir ganz schlimm, also meine Gedächtnisleistung war ja schon immer außergewöhnlich, ja. Außergewöhnlich schlecht zum Beispiel. Habe ich aber schon immer auch so erwähnt in meinen Let's Plays, dass ich mir nichts merken kann und schon gar keine Namen. Ja, also das ist ja was ganz furchtbar Schlimmes bei mir. Ich kann mir ja wirklich gar keine Namen merken. Ich weiß nicht, wie oft es mir so geht, dass ich irgendwelche neuen Leute treffe auf einer Party oder sonst was und die stellen sich mir dann vor und zwei Minuten später weiß ich nicht mehr, wer sie sind. Also das ist echt schlimm. Also ein Kumpel von mir, der ist da das extreme Gegenteil, könnte man sagen. Der kennt alles und jeden. Der stellt mir dann unzählige Leute vor und weiß der Geier. Und dann unterhält man sich vielleicht mal so oder man sieht sich eben mal. Aber ich weiß dann meistens nicht, wer sind diese Leute eigentlich? Und dann kommt es eben ab und zu vor, dass er mir erzählt, ja, der und der hat das und das wieder gemacht. Und dann komme ich und sage, wer war das jetzt nochmal? Wer ist das? Das ist wirklich schlimm bei mir. Also das ist nicht nur... Ich hab mich gedreht, du blödes Spiel. Das ist nicht nur im Internet so, wenn ich irgendwelche Namen im Internet hier lese oder so, sondern das ist bei mir wirklich allgemein so. Ich kann mir wirklich keinen Namen merken. Und ich bin auch der Meinung, wenn man einen Namen hat, ist es egal, wie man heißt. Ja, frag mich nicht, was das bedeuten soll. Das ist irgendwie ein geistreicher Spruch aus einem... Terence Hill Film, glaube ich. Und zwar aus... Sein Name war Nobody oder so. Oder Nobody ist der Größte. Oder irgendeiner von den beiden. Ja, oder man nannte ihn Nobody, war es so? Ich weiß nicht. Also es gab zwei Nobody Filme mit Terence Hill. Und einer davon... Ich glaube, der zweite war es... keine Ahnung. Nobody ist der Größte. War, glaube ich, jedenfalls der zweite. Und der erste war... Mein Name ist Nobody, sein Name ist Nobody. Oder man nannte ihn Nobody. Oder irgend sowas in der Art. Das sind solche, ja, Prügelwestern, kann man sagen. Also, Terence Hill kann man ja, glaube ich, kennen, oder? Terence Hill, der Name, sagt das noch irgendwem was? Also, als ich noch ein Kind war, war Terence Hill eigentlich eine relativ große Nummer. Genauso wie Bud Spencer. Ja, die beiden sind auch sehr oft zusammen in Filmen aufgetreten. Also, hatten oftmals die beiden Hauptrollen in Filmen. Beispielsweise in... Zwei außer Rand und Band oder die Miami Cops oder, keine Ahnung, vier Fäuste für ein Halleluja und vier Fäuste für ein Ave Maria und keine Ahnung, was es noch alles gibt. Vier Fäuste gegen Rio und keine Ahnung, genau, ich spreche sehr elegant, muss ich schon sagen, also man kann mich schon fast verstehen. Die Titel der Filme sind sehr einfallsreich, ich weiß, ist mir auch schon aufgefallen. Also, die meisten Filmtitel, in denen es um Bud Spencer und Terence Hill geht, fangen entweder mit 2 an, also mit dem Wort 2, so wie 2 sind nicht zu bremsen, oder 2 Ase trumpfen auf, oder was weiß ich, wie die Filme alle heißen. Oder sie beginnen mit dem Wort 4, so wie 4 Fäuste. Also, das ist schon immer ganz witzig. Naja, jedenfalls Bud Spencer und Terence Hill. Ganz großen Nummern in den 70ern und 80ern sind, glaube ich, beide Italiener sogar. Also Bud Spencer ist auf jeden Fall ein Italiener. Bei Terence Hill bin ich mir jetzt nicht so sicher, aber ich glaube, auch der ist Italiener. Und die beiden waren eben hauptsächlich durch ihre Prügelkomödien bekannt. Also egal, ob das jetzt ein Western war oder eher ein anderer Film. Im Prinzip lief es immer darauf raus, dass die beiden...
ich hab mich gedreht, dankeschön. Im Prinzip lief es immer darauf raus, dass die beiden durch die Gegend ziehen und alles verprügeln, was ihnen in den Weg kommt. Das war irgendwie unterhaltsam, ja. Also, die Filme waren immer voll mit irgendwelchen extrem dämlichen Sprüchen und natürlich mit extrem vielen großen Schlägereien, bei denen Bud Spencer und Terence Hill zu zweit dann hunderte von irgendwelchen Idioten zusammengeschlagen haben, gleichzeitig. Und ja, so ein Kram eben. Und ja, ich weiß nicht, die Filme, die sind vielleicht nicht besonders niveauvoll, aber sie sind irgendwie unterhaltsam. Gerade ein paar davon sind echt gute Filme, wo man echt Spaß dran haben kann. Also, ich denke, Bud Spencer und Terence Hill kennt prinzipiell immer noch jeder, oder? Kann man die nicht kennen? Ist das legal, die nicht zu kennen? Ich weiß nicht. Aber in den 70ern und 80ern waren sie jedenfalls ganz große Nummern. Da kamen auch die meisten Filme raus. Und da ich ja in den frühen 80ern geboren bin, war das eben zu einer Zeit, wo eben auch all diese Filme ständig im Fernsehen liefen. Also selbst in den 90ern, Ende der 90ern und Anfang der 2000er Jahre konnte man noch fast jedes Wochenende irgendeinen Bud Spencer oder Terence Hill oder Bud Spencer und Terence Hill Film auf Kabel 1 sehen. Also die kann man eigentlich nicht kennen. Doppelte Verneinung, wow, das ist sehr schön. Ja, also man muss die beiden kennen, will ich damit sagen. Eigentlich. Oh, verdammt, das war dumm. Das war echt extrem dumm. Tja, und ja, das ist eigentlich, ja, war jetzt eigentlich mal für einen Moment ein ganz nettes Thema, muss ich sagen. Hat aber auch nicht weitergeholfen. Bud Spencer und Terence Hill, was für Filme gibt's? Ich habe jetzt unzählige Titel aufgezählt. Es gibt natürlich noch unzählige mehr. Es gibt natürlich auch jede Menge Filme, in denen nur einer der beiden jeweils da mitgespielt hat. Zum Beispiel hat auch Terence Hill, wie gesagt, die Nobody-Filme, hat er die Hauptrolle, weil er ist Nobody, ja. Und, ja, Nobody heißt niemand, ich weiß, aber, ja, sein Name ist nun mal Nobody. Und, das hat er noch, wo er allein war, zum Beispiel der Supercop, ein Film, dem er durch irgendwie ein Nuklearexperiment oder so, versehentlich, als Polizist eben in diesen Testbereich kommt, wo irgendwas ausprobiert wird, keine Ahnung, ein Atomtest oder so, Atombombentest oder irgendwas, und durch die Verstrahlung erhält er eben Superkräfte. Und ja, ist ein ganz netter Film, ist halt in erster Linie dafür gedacht, lustig und unterhalten zu sein, und das sind sie eben auch. Also es ist jetzt nicht wie Superman, irgendein Kerl, der irgendwie versucht immer das absolut Richtige zu tun und die Welt zu retten und hier und da und sowieso, sondern eigentlich eher so ein etwas eigenwilliger Cop, der in erster Linie macht, wozu er gerade Lust hat und zufälligerweise eben gerade mit Superkräften ausgestattet wird, die ihn dann dazu befähigen, eben Dinge zu tun, die andere Leute nicht tun würden. Und naja, ist ganz witzig, ja. Was gibt's noch so mit Terence Hill? Lucky Luke natürlich, ja, natürlich. Lucky Luke, der französische Cowboy, ne? Lucky Luke ist ein Franzose, oder? Ich glaube schon. Also nicht die Figur aus dem Comic an sich, sondern ich glaube, der Comic an sich ist französisch, aber ich kann mich auch irren. Ist mir auch egal. Aber Lucky Luke, gab's wirklich eine Verfilmung mit Terence Hill. War, glaube ich, auch nicht so schlecht, aber es war, ja, jetzt habe ich mich extra früher gedreht als die ganze Zeit, damit ich bloß wirklich mich auch drehe, wenn das Ding mich angreift. Aber nee, das war dann jetzt zu früh. Ja. Lucky Luke, ich kann mich nicht mehr dran erinnern. Ich weiß, dass ich den Film irgendwann geguckt habe, aber naja, war wohl nicht so berauschend, nehme ich mal an. Es gab ihn halt, ja. Mittlerweile 500 Sternteile, sehe ich gerade. Was gab es noch mit Terence Hill für Filme, die man kennen müsste, wo nur Terence Hill mitgespielt hat? Weiß ich jetzt keinen. Fällt mir jetzt keiner ein, so auf Anhieb. Und ich glaube, Terence Hill war mir auch nie so sympathisch wie Bud Spencer, muss ich sagen. Also Terence Hill war immer so dieser Pseudo-Coolio und Frauenheld und, ach ja, möchte gern Schönling und ich weiß nicht, irgendwie ein Klugscheißer und ich weiß nicht, er war zwar schon irgendwie immer unterhaltend, aber er war mir nie so sympathisch wie Bud Spencer jetzt im Vergleich. Und Bud Spencer, dieser große, dicke, bärtige Mann, der ist irgendwie schon sympathisch, muss ich sagen. Er ist irgendwie sehr locker, sehr gelassen. Meistens ist ihm auch alles relativ egal, solange niemand irgendwas macht, was ihn wirklich stört. Also, man darf ihn nicht beim Essen stören, man darf ihn nicht irgendwie grundlos verhauen oder so. oder was weiß ich was. Aber ansonsten ist ihm eigentlich alles relativ egal. Schon wieder.
Ich habe keine Geduld mehr, man merkt's. Aber Bud Spencer ist sehr sympathisch, muss ich sagen. Und wenn ihr mal irgendwie was ganz Tolles sehen wollt, guckt euch die ältesten Bud Spencer-Filme an, die ihr finden könnt, irgendwie oder so. Und dann guckt euch neuere Bud Spencer-Filme an. Am besten chronologisch aufsteigend. So erstmal Anfang der 70er, dann Mitte 70er, dann Ende 70er, dann Anfang der 80er, dann Mitte 80er und ich glaube, Ende der 80er gab es schon keine mehr. Glaube ich mal. Und dann achtet mal auf seine Augen und auch auf seine Statur. Also man sieht Bud Spencer an, er wird mit jedem Jahr dicker und seine Augen werden mit jedem Jahr kleiner oder weiter geschlossen. Also irgendwann sieht es wirklich so aus, als würde Bud Spencer immer mit geschlossenen Augen rumlaufen. Verdammt, ja. Dabei ist das eigentlich gar nicht so, nur seine Augen sind irgendwie, seine Lider sehen wirklich immer so aus, als wären sie geschlossen. Das ist faszinierend. Und das ist am Anfang eben nicht. Also wenn man die ersten Filme mit Bud Spencer sieht, dann hat er wirklich noch Augen und später irgendwie nicht mehr. Ist witzig. Ja, und wie gesagt, er wird auch immer dicker im Alter. Aber das ist ja eigentlich nichts Ungewöhnliches. Mal abgesehen davon, wie gesagt, der Mann hat eine ziemlich abartige Statur. Er ist ziemlich groß, wie gesagt. Er ist auch ziemlich breit. Nicht nur dick, sondern er hat auch wirklich breite Schultern. Und dafür gibt es auch einen guten Grund. Man würde es dem Mann zwar nicht zutrauen, wenn man ihn in den Filmen sieht, aber der war tatsächlich mal Olympiaschwimmer. Das ist unglaublich, wenn man ihn sieht, aber ja, das erklärt zumindest die breiten Schultern. Also, ja, der Mann stand mal irgendwann gut im Training. Jetzt in erster Linie steht er heute wahrscheinlich nur noch gut im Futter. Aber egal. Ich glaube, in der Politik ist er mittlerweile auch irgendwie tätig in Italien oder so. Oder vielleicht irgendwo anders, ich weiß nicht. Aber egal, genug dazu. Was gibt's für Filme mit Bud Spencer? Keine Ahnung. Sie nannten ihn Mücke. Keine Ahnung, was denn noch? Buddy, der Ganoven-Schreck. Ich glaube, mit Buddy gibt's sowieso viele Filme, die mit dem Wort Buddy anfangen oder so. Aber, also, die dann auch von Bud Spencer gespielt werden. Verdammt. Ich habe echt keine Geduld mehr. Was dann noch? Der Große mit seinem außerirdischen Kleinen oder so? Buddy haut den Lukas, genau, gab es dann auch noch. Ich dachte auch, mit Buddy gibt's mehrere. keine Ahnung noch, was es noch gibt. Gibt's ganz viele. Also, genügend. Sagen wir mal so. Eine Faust zieht nach Westen. Der war eigentlich irgendwie sogar ganz witzig. Also, es war auch so ein Prügelwestern eben, wo Bud Spencer eben alle Bösewichte verprügelt, obwohl er selbst nicht so ganz sauber ist. Also er hat selbst so ein bisschen Dreck am Stecken und ist nicht gerade der umgänglichste, aber solange er irgendwelche Mistkerle verprügelt, ist das Ganze dann wieder in Ordnung. Ja, war ein toller Film, irgendwie schon, ja. Also, ich glaube, jetzt habe ich aber genug darüber philosophiert. Bud Spencer und Terence Hill, eigentlich müsste jeder kennen, also sollte ich dann jetzt nicht großartig noch weiter drüber reden. Das Einzige, was mich mal interessieren würde, ob ihr sie tatsächlich kennt. Und falls ja, was ihr eigentlich davon haltet. Findet ihr die Filme jetzt gut oder nicht so gut? Oder sagt ihr es wie ich, sie sind ganz unterhaltend, sie sind ganz witzig mal anzusehen oder so. Und ja, gibt es wirklich gute oder sind die alle gleich schlecht? Oder habt ihr irgendeinen, den ihr besonders gerne seht? Also bei mir ist es wirklich so, zwei außer Rand und Band. Das ist so einer meiner ganz großen Favoriten von Bud Spencer und Terence Hill, wo die beiden wirklich... Also das ist schon ein etwas neuerer Film, glaube ich. Also der ist entweder Ende der 70er oder Anfang der 80er, glaube ich, gedreht worden. Da sind sie schon etwas älter. Die Filmqualität ist an sich ein bisschen besser als sonst. Und ja, es ist auch von der Handlung her wirklich mal ein Film, wo einigermaßen brauchbar ist. Also wo man wirklich sagen kann, ja, der Film hat eine Handlung. Nicht nur Prügelei. Und er ist einfach schön gemacht, ja. Und ansonsten die beiden Western, wo die beiden zusammenspielen. Wie waren die... Vier Fäuste für ein Halleluja und die linke und die rechte Hand des Teufels, genau. Das war der erste Teil, die linke und, die rechte Hand des Teufels. Und Vier Fäuste für ein Halleluja war der zweite Teil quasi des gleichen Films. Also war eben ein Zweiteiler, ja. Die waren eigentlich beide ganz gut. Muss ich sagen. Also falls ihr da irgendwelche Erfahrungen habt und sagt, ja, da gibt's welche, die finde ich ganz besonders gut, schreibt's in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Nur so aus Spaß. Einfach, um es mal zu wissen, ja. Kann ja auch sein, dass ihr sagt, was Bud Spencer und Terence Hill nie gehört. Was sind das für Steinzeitgestalten? Muss man die wirklich kennen? Und dann, ja, dann ist das irgendwie traurig, weil... verdammt, das ist eine Lavawand, ja klar. Das würde dann irgendwie nur beweisen, was für ein alter Knochen ich bin oder so, aber... Könnte ja sein, dass ihr die durchaus noch kennt. Gut, ihr macht mich nicht mehr kalt. Und jetzt geht's hier drum.
Hier habe ich mich beim letzten Mal wirklich nicht treffen lassen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber das heißt nicht, dass das diesmal auch klappt. Dieser ganze Bereich geht unter. Okay, noch alles im grünen Bereich, aber... Also jetzt bin ich hochkonzentriert, weil ich will jetzt echt nicht mehr verlieren. Ich habe jetzt so viel Leben unnötig hier verschleudert, weil ich einfach keine Lust mehr habe, den gleichen Abschnitt 100 Mal zu spielen, was ja dummerweise der Fall war. Aber jetzt würde ich es ganz gerne hinter mich bringen. Und ich habe hier beim letzten Mal wirklich keine Probleme gehabt. Also ich bin nicht getroffen worden oder dergleichen. Ich bin nirgends runtergefallen und weiß der Geier. Aber ob das diesmal auch so klappt, das weiß man nicht. Das werde ich dann gleich rausfinden dürfen. Okay, komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe nämlich nicht ewig Zeit. Steigt die Lava an der Stelle extra schneller, sobald man anfängt hochzuspringen? Kann das sein? Damit es so aussieht, als wäre man wirklich in Gefahr. Ich glaube wirklich, wenn ich einfach unten stehen geblieben wäre, dann wäre die Lava nicht schneller gestiegen. Aber kann natürlich auch sein, dass das reine Einbildung ist. Solange ich es nicht ausprobiere, kann ich es nicht beweisen. Stirb. Du gehst mir nicht mehr auf den Keks. Auf den Keks, genau. Auf den Keks. Auf den Keks meine ich natürlich, aber egal. Sprechen für Anfänger leicht gemacht. Mit Nixan. Heutiges Thema, auf den Keks gehen. Ja. Ich sollte ein Hörbuch machen, oder? Ich sollte... Also gut, wenn ich lesen könnte, wäre das vielleicht eine Option, aber... prinzipiell, Hörbuch... Doch, ja, hätte was. ja, Risikokomet, der Feuerkessel. 700 Sternteile, ich kann's nicht glauben. Komm, ist gut, 3900 ist okay. 700 Sternteile. Ich kann's echt nicht fassen. Oh Mann. Okay, dann hätten wir hier noch einen Komet. Und ich kann mir schon denken, was das ist. Hä? Ich sehe gar keinen Kometen. Da müsste irgendwann ein lila Komet vorbeifliegen. Weil hier fehlt mir ein 100-Münzstern. Egal, da ich die Galaxie im Moment nicht betreten kann, weil kein Komet da ist, gucken wir erstmal noch, was hier ist. Aus reinem Interesse natürlich. Mysteriöser Kreis. Jetzt bin ich neugierig, ihr blöden Penner. Eigentlich wollte ich die Galaxie nicht mehr anfangen, aber... Mysteriöser Kreis, hört sich so mysteriös an. Es sieht so toll aus. Es sieht wirklich toll aus. Jetzt bin ich zu neugierig, das ist echt dumm.